Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer Folge Enshrouded. Das hat ein bisschen lang gedauert. Ja, das letzte Mal sind wir ja in der Miasma oder bei der Miasma kurz stehen geblieben. Und genau da machen wir heute auch weiter. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr möchtet und aktiviert die Glocke. Und falls ihr Bock habt, schaut doch mal auf Discord und Instagram vorbei. Hier sind ein paar QR-Codes für euch eingeblendet, die ihr einfach nur scannen müsst. Und dann seid ihr auch schon drauf. Wir als Community haben auch auf dem Discord eigene Server, sei es jetzt Enshrouded oder Soul Mask. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr dann natürlich jederzeit drauf joinen. Und jetzt genug gelabert, wir starten los. Viel Spaß und let's go. Wir sind im letzten Part ja hier bei der Miasma-Wurzel stehen geblieben. Und genau da machen wir jetzt auch weiter, beziehungsweise düsen wir jetzt zu unserem Zuhause Stufe 1 und gucken uns dann hier den Elixierbrunnen an, die drei Fragezeichen und diese Quest unter den Amseln. Und hier ist auch wieder ein Sonnentempel. Ich bin gespannt, ob wir das in dieser Folge schaffen. Deswegen starten wir natürlich sofort los. Ah, ich glaube, es wird gerade dunkel, ist aber kein Problem, denn ich habe es tatsächlich auf dem Server so eingestellt, dass die Nacht nur 2 Minuten dauert, denn sonst verliert man einfach immer zu viel Zeit. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Happa Happa? Haben wir noch genug? Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich sollte vielleicht reparieren gehen, wobei ich denke, das passt. Ich habe ja eigentlich noch genug Waffen dabei. Also gehen wir jetzt gleich mal gucken. Was ist denn hier? Einfach nur so eine Grube. Wer dem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Aber wir fallen natürlich nicht hinein. Ja, jetzt ist es Nacht, aber in 2 Minuten gleich nicht mehr. Oh, was ist das? Achso, das sind ganz viele von den Typis. Ja gut, die können wir jetzt mitmachen. Könnten es aber auch sein lassen. Das hier sind Stufe 30? Seriously? Naja, gut. So viel haben sie dann aber auch nicht drauf, dafür, dass sie Stufe 30 sind. So, du noch. Und dann ist gut. Was ist das da hinten? Ist bestimmt wieder nur so ein kleines Ding, wo man drin pennen kann. Wir verfolgen unseren Weg Richtung geradeaus. Okay? Ja. Also einmal geradeaus hier an einem kleinen Zeltplatz vorbeigedüst. Ist denn hier irgendwas Special-mäßiges? Garn. Okay. Garn braucht die Welt natürlich. Ist gar keine Frage. Und theoretisch müssten wir doch dann jetzt ins Miasma kommen, weil Elixierbrunnen und so, ne? Hier sind auch wieder so viele von diesen Typis. Aber bringt mir jetzt eigentlich auch nichts, weil EP, ja, kann ich nicht mehr sammeln. Bin ja jetzt schon Stufe 25. Deswegen. Oh, was ist denn hier? Müssen wir da runter? I don't know. Wir müssen dahin. Da ist der Elixierbrunnen, ne? Na kommt, dann fliegen wir mal runter. Mitten rein. Beziehungsweise erstmal das Ding hier aktivieren. Und dann müssen wir nicht hier runter? Hö? I am confused right now. Leute, was soll das? Wo ist der Eingang? Muss ich es irgendwie wegsprengen oder was? Oder das können wir auf jeden Fall mal plündern. Ja, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Wo ist hier der Eingang? Du brauchst gar nicht abhauen, mein Güterle. Oh no, lauf weg. Halt, wo ist... weil der ist nämlich böse. Weg mit dir, du Kackarsch. Aua. So haben wir nicht gewettet. Ach, das ist wieder so einer. Ja, gut. Oha, damit mache ich ja gar keinen Schaden. Blöd.
Greifst du auch mal an, oder? Haben wir hier jetzt ein Kaffeekränzchen, wir zwei? Na also. Weißt du was? Du gehst mir wirklich auf den Sack. Scheiße, das ist kaputt. Nein. Okay. Kurzer Moment der Konzentration. Hier kann ich ganz viele Sachen looten. Und eine Fackel auch. Das ist gut, weil meine ist ein bisschen kaputschko schon. Ja, ja, ja. Tja, wo müssen wir denn jetzt hin, Leute? Muss ich das vielleicht irgendwie sprengen oder so? Weiß es ja auch nicht. Hier ist auf jeden Fall die Treppe nach oben. Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich meine, ich habe doch eigentlich hier genau die Dinger dabei. Ah ja, sieht so aus, oder? Ja, okay, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Gucken wir mal, wo wir hier lang müssen. Sehe ich denn von hier schon irgendwas? Nee, tue ich nicht. Hier ist ein E. Okay, wo bin ich jetzt? Keine Ahnung. Ich würde gerne mal da hinten hin. Und zwar hier so. Das könnte der richtige Weg sein. Vielleicht... Ach, schon wieder so einer. Oh, und so einen Drachen haben wir auch wieder. Shit, ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich den Drachen schnell wegmachen. Geh weg von mir. Nein, kriegst mich nicht. Und dir macht der Pfeil anscheinend nichts aus, wa? Mann, jetzt reicht's aber. Wo ist diese bekackte Wurzel? Von wo sind wir eigentlich gekommen? Von da unten, oder? Dann haben wir hier nichts. Hier ist eine Kiste, wie ich sehe. Und ein Viech. Ältesten Magierstab. Da unten war ich schon. Wo ist die Wurzel? Wurzel. Muss ich vielleicht irgendwie runter? Kann ja gar nicht sein, oder? Ich sehe keine Wurzel. Oder gibt es einfach hier keine? Das geht doch gar nicht. Ach, das hat mich getroffen, aber nicht so schlimm. Puh, ja, Leute, Leute. Ich
Ich glaube, ich muss das Ding hier kurz mal wegmachen. Bin mir nicht sicher, aber... Ja, ich glaube, da kommen wir weiter. Jawohl. Ob es natürlich jetzt richtig ist, weiß ich auch nicht, aber... Oh, wow. Gehen jetzt da einfach mal lang. Hilfe, was ist denn da los? Hä? Nein, was willst du jetzt von mir? Ah, da komme ich auf jeden Fall hoch. Sehr schön. Dann muss ich da lang. Ja. Hochspringen sollte natürlich gekonnt sein. Wo geht's denn hier lang? Es ist ja gar nicht verwirrend. Kein Anzeichen einer Wurzel zu sehen. Nee. Hä? Also das gibt's doch jetzt nicht. Wartet mal, war ich hier nicht schon? Doch, weil hier war nämlich die Kiste. Oh mein Gott. Eine Ewigkeit später. Ja, Leute, wie gesagt, irgendwie habe ich überhaupt gar keinen Plan, wo diese beschissene Wurzel ist. Deswegen lasse ich die jetzt auf und ersetze mir jetzt dieses Ding hier als Wegpunkt. Mein Gott. Heute bin ich irgendwie nicht ganz zufrieden. Und ja, genau, deswegen gehen wir jetzt den Weg dort hinter und schauen, was dann da so ist. Und ihr schreibt mir bitte mal ganz fleißig in die Kommentare, ob es da überhaupt eine Wurzel gibt oder nicht. Und wenn ja, wo? Weil so ein bisschen nervig war das jetzt schon. Und immer dieses Rumgesuche nach irgendwas. I don't like that. Geht schon wieder ein ganzer Part drauf. Dafür. So, und ich muss jetzt eigentlich irgendwie da hoch oder wie oder was? Da oben ist die. Na gut. Niedrigwasser. So, komme ich jetzt zu der hoch. Miasmawurzel. Da hinten kann ich dann was lesen. Komm, lass das sein. Ich habe sowieso so wenig Zeit noch. Okay, also ich muss einfach nur zu der Wurzel da rauf. Und schauen. Ja, nein, das war knapp. Oh. Komm schon, das schaffen wir. Genau. Scheint auch niemand in der Nähe zu sein, wie mir scheint. Dann machen wir das gute Ding jetzt mal kaputt. Ach, jetzt kommen natürlich Käfer. Komm her. Oh, Junge. Schauen wir mal von oben, was hier so ist. Da unten kniet jemand. So. Der... Oh, da hinten ist so ein blöder Sichelarsch. Oh, nee. Und da kann man irgendwie auch lang. Sollen wir den mal probieren? Komm, ich esse mal was. Und dann probieren wir diesen blöden Sichel-Typi. Oh, ich hasse ihn, Leute. Ich mach das nur für euch.
Nein, ich muss weg. Wo ist er? Da. Tschüss. Nein. Wartet mal, die kann ich blocken, aber ich hab... Ja, den Bogen. Ach, fick doch. Ja, okay, alles klar. Nee, super, hat gepasst. Einmal frei, ich habe die Adleraugenhandschuhe bekommen und natürlich den Brutsichelkopf. Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, da ist was zu lesen. Deswegen. Muss ich erst den Käfer wegmachen. Beziehungsweise die hier alle. Da oben ist auch noch einer. Komm weg da. Und den da vielleicht auch? Ja, perfekt. Ich muss die Waffe beschützen. Als ich das erste Mal die Belohnung sah, die mir der mysteriöse Reisende versprach, war ich beleidigt. Doch ich merkte schnell, dass dies die Art dieses Geists war, der die Realität verzerrt, als würde man träumen. Ich versteckte den verdorbenen Magierstab auf einem Holzbauwerk bei der Elixierdestillerie. Nur ich habe ihn verdient. Ich kann die Vision der schwebenden Gestalt immer noch nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, immer noch zu träumen. Was? Ein Holzbauwerk bei der Elixierdestillerie. Destille? Ja, keine Ahnung. Die Frage ist, brauche ich das wirklich? Denn ich bin ja kein Magier. Wahrscheinlich da oben, ne? Ja, Manu. Manometer, Hans-Peter, lass mich rauf da. Und dahinter. Wie? Oh, nein. Wer bist du und was willst du von mir? Muss ich da jetzt rein? Wow, noch so einer. Habt ihr nichts anderes zu tun, Leute? Achso, hier kann ich einfach nur runtergehen, oder? Standort oben. Dann gehen wir wieder rauf, Leute. Dann gehen wir wieder rauf. Wenn der Standort hier oben ist, wahrscheinlich muss ich dann da lang. So. Aha. Und schon haben wir das kleine Schätzchen. Miasmahau. Cool. Und, oh mein Gott, ich muss ganz schnell aus dem Miasma mal raus. Nice. Dann haben wir das jetzt erledigt. Was ist das? Unter den Amseln. Was? Amseln, nicht Anseln. Als Wegpunkt setzen. Dann müssen wir einfach hier lang. Oh ja, cool. So sind wir aus dem Miasma draußen. Und müssen da hoch, hätte ich gesagt. Einmal da hoch, bitte, mit uns. Und theoretisch, wenn ich irgendwo einen Weg finden würde, Safran nehme ich mal mit, könnte ich mir noch einen Flammenaltar bauen, bevor ich da hinten hindüse. Aber hier ist kein Weg. Steine habe ich wohl keine. Ich müsste nämlich auch mal heim und mein Inventar hier leer machen. Blöd. Ganz schön doof. Oh, eine große Stadt. Aber das ist der Sonnentempel, oder? Ich muss ja eigentlich da lang. Oh, oder zählt es noch dazu? Ich glaube, hier ist auf jeden Fall ein Weg und deswegen düsen wir jetzt mal schnell dorthin. Scheiße, das ist halt aber kein Steinweg. Kacki. Oh nein. Puh. Schutt. Ich brauche Steine. Das ist doch jetzt wieder belastend.
Blöd, blöd, blöd. Vielleicht kann ich bei dem Turm da hinten Steine abbauen oder irgendwo anders da oben. Das sind auch keine Steine. Oder? Nee. Hey, da ist auf jeden Fall so ein Ding. Ah, oh. Und da unten ist... Schaut mal, wen ich gefunden habe. Tada. Scheiße, ich komme nicht so weit. Und die steht halt genau... Jetzt habe ich sie getroffen. Ja, komm her, du fette Anten. Dich mache ich doch von hier oben... Fünfmal fertig. Naja, so treffe ich zwar nicht viel, aber immerhin. Ha, das war's. Eigentlich bräuchte ich Steine. Ja, hallo, ich will sie durchsuchen. Hä? Habe ich es jetzt alles genommen? Nee. Jetzt halt strahlende Paladin-Brustplatte haben wir. Nein. Man hat aber auch irgendwie nirgends seine Ruhe. Hier ist noch ein Sonnentempel. Nehmen wir mal hier den ewigen Frostpfeil. So. Und da war auf der anderen Seite auch noch was, ne? Was ist denn eigentlich, wenn ich hier raufdüse? Aha. Dann bin ich hier drin und bekomme Besuch von einem untoten Köter. Und hier dahinter... Ach Gott, ich glaube, ich bin irgendwie... Wow, wer ist denn er jetzt? Ah, wartet mal, hier ist das andere. Und hier... Das da. Sehr schön. Dann ist der Sonnentempel jetzt offen. Und ich aufgeschmissen, denn ich habe keinen Stein. Ja gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle aber. Dann kann ich nämlich in Ruhe nach Hause gehen, mein Zeug ablegen, einen Flammenaltar auf jeden Fall mitnehmen hierher. Und dann machen wir das Ganze hier im nächsten Part. Ich sehe schon, da unten ist wieder so eine dicke. Gucken wir uns dann da um und so. Genau, und dann machen wir das lieber so. Ja gut, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich freue mich dann, wenn wir im nächsten Part hier reinmarschieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!